Herzlich willkommen zur letzten Sommernacht in diesem Jahr. Bei bestem Wetter, bei besten kubanischen Spezialitäten und wir sehen uns wieder nächstes Jahr. Vorher aber feierte noch am Stein den gründenden Abschluss der Sommernächte 2017 mit den kubanischen Freunden. So hieß es auch ein letztes Mal für Dennis Stromberger und seine mobile Küchencrew, Arme hochkrempeln und alles geben für die hungrigen Gäste an diesem wunderschönen Sommerabend am Rathausplatz. 6 Wochen lang waren sie im Einsatz und präsentierten immer passend zur Sommernacht des jeweiligen Landes die passende kulinarische Spezialität. Also live hier aus der Küche, die Bühne Backstage, super freundliche Gäste, uns hat super gefallen, wir freuen uns auf nächstes Jahr. Los, was krache! Ja! So schaut's aus, Freunde, Rammstein ließ es noch einmal ordentlich krachen. Mit einem Rekordbesuch von über 1000 Besuchern wurde der Prometheuser Platz in eine Tanzmeile verwandelt und das mit Tanzen war daher schon fast ein Muss für jeden. Musikalisch begleitet wurden die Gäste von der Band Cuban Affairs, bestehend aus dem Trio und weiteren Musikern, die typisch südamerikanische Musik aus Kuba präsentierten. Leckeres Essen, erfrischende Getränke und gute Unterhaltung, so geht Sommerfeeling in Rammstein. Eine internationale Reise durch die Rammsteiner Sommernächte 2017 mit vielen tollen, bunt gemischten Ländern geht zu Ende. Das Wetter spielte nicht immer mit, dennoch war es einfach wieder nur wunderschön anzusehen, wie Rammstein lebt mit über 70 verschiedenen Nationen und alles auf die Beine stellen kann. An dieser Stelle noch ein dickes Lob an Andreas Gumann, Burgelstein und Martin Umlapp für diese tolle Organisationsarbeit und Energie für all die schönen Sommernächte. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal mit Rammstein TV. Lisa Louis.